So, dann nochmal herzlich willkommen zum Spätupdate. Dieses Mal wird es, oder dieses wird sehr kurz sich gestalten, da Guidance immer noch oder gerade jetzt noch ein Update dann fährt und heute auch nicht unbedingt alles reibungslos funktionierte. Also gut, ich habe hier zwei Charts, die konnte Guidance laden. Mal schauen, ob ich nachher die anderen Charts auch noch die Daten dann bekomme, aber der wichtigste Chart vom DAX ist erstmal da. Das ist jetzt der Wochenchart. Da kann ich auch jetzt hier ein bisschen länger eingehen. Aber viel gibt es eigentlich nicht zu sagen. Was man hier jetzt definitiv sieht, wie gesagt, alles alte Linien, altes Chartbild. Nichts Neues noch dran. Hier erkennt man heute absolut wieder, dass es der DAX es geschafft hat, hier den Wochenwiderstand, der bei 9.350 lag und liegt, verteidigen. Auch hier eben der EMA, ich schalte es gerade noch mal ein bisschen größer, würde im Tief auch fast wieder erreicht. Von der Zählweise hier kann das jetzt hier eine versagende 5 vielleicht sein. Und was ich halt schon auch mittags angesprochen habe im Chat, habe ich ja lange und breit kürzer auch eine Diskussion gehabt. Sollte sich jetzt hier eben kein neues Tief durchsetzen oder das Tief von im Dow Jones und im Nasdaq war ja auch kein neueres Tief, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass viele auf dem falschen Fuß erwischt werden und es eine deutliche dynamische Aufwärtsbewegung gibt. Ob dann endgültig, sage ich mal, dann kein neues Tief folgt und wirklich eine richtig dynamische Aufwärtsbewegung, das muss man dann jede Woche sehen. Aber definitiv war wieder, was ich auch am Vormittag erwähnt habe, ich wollte ein Reversal, das Reversal kam, die Märkte haben also wieder gefolgt und das steht jetzt erstmal. Natürlich muss jetzt Daimler und Münchner Rück morgen keine grottenschlechten Zahlen bringen. Sonst, klar, die Option ist ja immer noch offen, sogar mit einem Downgap zu starten, aber aktuell steht der DAX gut 100 Punkte höher. Also soweit, so gut. Wunschprognose wieder eingetroffen, genau 14 Tage. Danach kann man abhaken. Im Stundenchart noch ist halt hier komplett eingetaucht. Das obere konnte nicht ganz verteidigt werden. Ich habe auch dann einen Pfeil gemacht, hier ein neueres Tief. Das hat er nicht ganz, hat nur kurze Zeit bestanden gehabt, dann wollte er noch ein neues Tief. Also aber auch hier ist kurzfristig Entwarnung angesagt, beziehungsweise eine Gegenbewegung möglich. Wie weit die gehen kann, da wollte ich eigentlich einen anderen Chart haben, aber okay, jetzt lassen sich die anderen auch noch öffnen. Schaue ich mal, ob ich... Hier habe ich jetzt nur noch den Chart vom S&P an. Schrieb ich ja auch hier, Unterstützungsbereich. Passt erstmal alles. Schöne Reversal-Kerze. Die E.ON-Aktie müsste nach oben gehen, aber das habe ich auch alles geredet hier. Schön in... genau den Bereich von 130 erreicht und auch schon eine Reversal-Kerze hier. Könnte es eben jetzt schon nach oben gehen, allerdings wäre auch noch eine zweite Korrekturbewegung nicht ausgeschlossen. So, dann sehen wir noch Öl, wie gesagt, da habe ich ja auch erwähnt, leider das übersehen, dass es am Mittwoch wieder die Lagerdaten kamen. Ich hoffe, da haben nicht viele den gleichen Fehler dann gemacht und den Stopp direkt dahin platziert. Der untere Stopp hat ja optimal erstmal gepasst und ist ja sogar über das Ziel hinausgeschossen.
diese dynamische Aufwärtsbewegung, ja, kann man jetzt Rückläufe vorsichtig wieder eine Long-Position aufbauen. Zu Silber war im Prinzip als Absicherung, konnte sich deutlich der 15 US-Dollar-Marke nähern. Hier sollten definitiv jetzt auch, beziehungsweise im Laufe des morgigen Tages oder auch jetzt Gewinne gesichert werden oder den Stopp deutlich nachziehen. Das war's, wie gesagt, die Märkte konnten heute ein schönes Reversal zaubern, das war gewünscht und morgen wird man sehen, ob der DAX endlich von der Lethargie erwacht und Stärke zeigen kann. Danke fürs Zuhören, bis morgen.